Moin bei den Neulandrebellen, moin bei Ein Sessel Buntes, einer neuen Episode unseres Podcasts. Und wir haben mal wieder einen Interviewgast zu Besuch und ich freue mich auf Sebastian Qualla. Hallo Sebastian. Hallo Tom. Wir haben uns kurz vor dem Gespräch noch darüber unterhalten, wie dein Nachname ausgesprochen wird. Und ich wollte dir dann nicht zu nahe treten, aber irgendwie hatte ich doch Probleme, ihn auszusprechen. Und von daher hast du mir dann erzählt, dass es dieses Problem wohl häufiger mal gibt, dass andere Leute auch nicht wissen, wie sie es aussprechen. Qualla oder Qualla oder was auch immer. Wer es also gerne wissen möchte und es bisher noch nicht wusste, der Name, vielleicht sprichst du ihn selbst nochmal aus, Sebastian. Qualla. Ja, sehr schön. Ist heute also zu Besuch und Sebastian ist im Wesentlichen, Frankreich-Kenner, so würde ich dich jetzt mal einordnen. Und darüber hinaus Politologe beziehungsweise Diplom-Politologe. Du bist, glaube ich, gerade dabei, dein Diplom, oder hast du es schon gemacht? Ich habe sogar vor kurzem eine Promotion eingereicht und warte noch auf die Gutachten. Okay. Auf die dann ja am Ende noch eine mündliche Verteidigung folgt. Aber das klappt hoffentlich noch in diesem Jahr, aber ich bin mir gerade nicht ganz so sicher mit den Gutachtern, ob sie das noch auf die Reihe bringen. Okay, ja. Aber auch alles selbst geschrieben, oder? Ja, natürlich, aber klar. Sehr gut, okay. Ich muss noch ganz kurz sagen, bevor wir loslegen, ich habe einen ziemlich roten Kopf, zumindest sieht das hier so aus. Das liegt daran, dass ich nicht mit meinem ursprünglichen Aufnahmeprogramm arbeiten konnte, sondern wir jetzt auf Zoom ausweichen mussten, aufgrund technischer Probleme. Und irgendwie kriege ich hier die Videoeinstellung nicht hin. Mal gucken, ob ich da hinterher noch was machen kann. Wenn ja, ist ja schön. Ansonsten sehe ich jetzt halt auch aus wie so ein bisschen wie dein T-Shirt im Prinzip. Das ist dann eben so. Sebastian, legen wir direkt mal los. Ich frage dich jetzt mal, bevor wir gleich gedanklich nach Frankreich gehen, wie hast du den bisherigen Widerstand, wir wollen ja im Wesentlichen über Widerstand sprechen, habe ich gar nicht gesagt, glaube ich, wie hast du im Wesentlichen den deutschen Widerstand bisher wahrgenommen in Sachen Corona-Politik? Es geht jetzt, entschuldige noch, bevor du antwortest, es geht jetzt nicht um Corona-Leugner und diesen ganzen, habe ich keinen Bock mehr drauf, sondern es geht wirklich nur noch um die Corona-Politik und um die Kritiker, die dafür bzw. dagegen auf die Straße gegangen sind. Wie hast du das erlebt? Ich persönlich muss sagen, mir geht das seit anderthalb Jahren so, dass ich das durchaus als sehr legitime Form des Protestes und des Widerstands auch wahrnehme gegen eine Politik, die ja in sich auch widersprüchlich ist. Auf einmal wären dann Aussagen, die absolut wahr sind, auf einmal negiert. Wir reden jetzt zum Beispiel über die Debatte des Impfens und des faktischen Impfzwangs, den wir haben, auch wenn er real nicht existiert, und viele andere kleinteilige Fragestellungen, die man da hat, wenn ich da jetzt denke an Aspekte wie auch um Fragen um Testungen, dann eine Testung auf einmal absolut und dann werden sie wieder runtergefahren und jedes Mal geht das mit einer Kritik an den Leuten, die sich dagegen wehren, die das in Frage stellen, einher, die dann als Produzenten von Fake News und dergleichen dargestellt werden, obwohl die Politik Ähnliches dann kurz danach umsetzt. Und in diesem Rahmen habe ich natürlich verstanden, dass Leute auf die Straße gehen. Das ist natürlich auch politisch dann ein bisschen vielleicht nicht immer so ganz eindeutig ist. Also auch verschiedene programmatische Orientierungen, die Menschen haben, die auf die Straße gehen. Das wäre mein erster Eindruck, den ich von diesen Protestbewegungen habe. Und ich fand es hochproblematisch, dass man das dieses ganze, also diese ganzen Demos und so weiter gleich grundsätzlich in die rechte Ecke gestellt hat. Ja gut, das ist eine Methode, die gibt's ja mittlerweile auch schon länger. Das war, glaube ich, bei den TTIP-Demonstrationen auch so, dass da angeblich ganz viele Rechte unterwegs gewesen sein sollen. Das ist ja sozusagen die deutsche politische Praxis, dass alles, was irgendwie nicht in die Erzählung von Politik und Medien passt, dann letztlich in irgendeine rechte oder verschwörungstheoretische Ecke gestellt wird. Das ist natürlich grauenvoll. Ja, aber das ist tatsächlich nicht nur eine deutsche Strategie. Da würde ich sagen, die ist in Frankreich sehr ähnlich und geht jetzt über die Corona-Covid-Zeit hinaus. Also
ganz besonders jetzt zurückgehend auf die Debatte, die kennen wir auch, Populismus, Verschwörungstheorien, Anführungszeichen, Komplottismen, wie das man das in Frankreich nennt, jetzt auch mit dem Aufkommen in Frankreich muss man ja sagen, habe ich ja damit ja intensiver beschäftigt, das habe ich auch Buch publiziert und die Promotion, es ging ja jetzt auch nochmal darum, die Rolle der radikalen Rechten. Ich mag den Begriff extreme Rechte nicht, den man in Frankreich tatsächlich noch viel unkritischer benutzt als hier, weil es nämlich so eine Gleichsetzung ist mit linksextrem und das diskreditiert dann ja im Prinzip Kräfte auch von links, die eine grundsätzliche Kritik an unserem politischen und wirtschaftlichen System haben. Man stellt sie sozusagen gleich außen vor, indem man sie gleichsetzt. Deshalb mag ich diesen Begriff nicht so sonderlich und gilt dann gerne mal von radikaler Rechte oder von mir aus Ultrarechte. In diesem Kontext, als in den 80ern und 90ern wieder hochkam, nachdem man mal ein paar Jahrzehnte nicht so präsent war, da kam die Debatte auch, umso mehr man sah, dass man irgendwie Wähler aus der Arbeiterklasse hat, was auch immer das dann heißt in der Analyse, das wurde dann auch demagogisch, populistisch genannt und die politischen Akteure, die dann die Leute aufs Glatteis führen und von der Dummheit leben und von der Unvernunft und gerade nochmal sehr stark dann auch im Kontext mit der Abstimmung zum Lissabon-Vertrag in Frankreich, weißt du, da gab es eine Abstimmung, der ist ja abgelehnt worden, da kam dann auch sehr stark aus dem linksliberalen Umfeld, Sozialdemokratie vor allen Dingen, wichtige Journalisten, auch dieses Vorbild, viel zu viel Demokratie, viel zu gefährlich, die Leute müssen bitte schon raushalten aus dem Entscheidungsprozess, das ist alles Demagogie, wenn man die fragt, wenn man sozusagen Kräften aus der Linken, in dem Fall auch sehr stark, da war später auch Jean-Luc Mélenchon, der ja dann 2017 der wichtigste linke Kandidat, erfolgreichste linke Kandidat war, eine Rolle, wenn man den Leuten zu viele Möglichkeiten gibt, sich zu präsentieren politisch, das ist nicht viel anders als in Deutschland. Es greift nur anders in der politischen Debatte. Es ist einfach so, dass in Deutschland bis in die Linke rein dieser Abgrenzungsmechanismus unheimlich gut funktioniert, weil sich auch, ich nenne sie jetzt mal, etabliertere Strukturen, sei es ideologietheoretisch, sei es organisationspolitisch, auch in irgendeiner Form bedroht oder in Frage gestellt sehen. Und man aus der deutschen Organisations- oder deutschen politischen Geschichte heraus weniger Bewegungsmechanismen hat als in Frankreich, wo man eine viel offene Debatte darüber hat, ob es Sinn macht oder ob es gut ist, auf eine politische Bewegung einzuwirken oder nicht. Mhm. Und politische Bewegungen an vielen Schnittpunkten auch immer relativ heterogen waren, beziehungsweise dann einen so halt starken Rückhalt hatten aus der Masse und dann auch links dominiert waren, dass Bewegung als eine Form der Durchsetzung politischer Interessen viel stärker legitimierten als Grundlage des gesellschaftlichen Diskurses gesehen wird. Sprichst du da jetzt auch schon von den Gelbwesten oder eher von der Zeit davor? Die Gelbwesten sind dahingehend nochmal wichtig, weil es eine Bewegung war, die soziologisch fassbar, da würde ich auch zustimmen, als jemand sich damit befasst hat, also würde das unterstreichen, so, eher von einem Milieu getragen worden sind, die tendenziell eher rechts gewählt haben im Kontext der letzten Jahre. Also viele Leute von den Stadträndern, durchaus Immobilienbesitzer, Arbeiter mit durchschnittlichen, leicht unterdurchschnittlichen Löhnen, die sich ein bisschen was aufgebaut haben und dergleichen. Und das Ganze noch im Kontext, diese Frage, vielleicht ein bisschen auch verkürzte Verteilungsgerechtigkeitsfrage, Benzinpreise, Lebenshaltungskosten, aber eben nicht über klassische Themen wie Arbeitsrecht und dergleichen oder nennen wir es mal Umverteilungsfragen, um es ein bisschen neutraler auszudrücken. Das nicht. Und dann stellte sich raus, dass da sehr viel Bedürfnis ist nach sozialer Umgestaltung. Und das war auch wichtig für viele Leute aus der politischen Linken zu sehen, hey, da kommen Leute, die
widersprüchliches Bewusstsein haben an vielen Punkten, auch was vielleicht fremdenfeindliche Stereotype betrifft, aber mit dem man zusammenarbeiten kann, weil man ja im Kern die gleiche Zielsetzung hat. Also zu schauen, wie kann man verhindern, dass so ein neoliberaler Präsident wie Macron im Prinzip den Sozialstaat weiter demontiert und noch auch im anderen Infrastrukturbereich, zum Beispiel die Bahn oder so, zerschlägt oder privatisiert. Und da kam sozusagen auch bei vielen Aktiven so eine neue Kohäsion auf, die bis heute bei einigen nachhalt, das kann man nicht sagen, anhält. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn die Gelbwesten im Grunde genommen eigentlich eher eine konservative Bewegung sind oder waren, die sozusagen die Errungenschaften des Kapitalismus, die es mal gegeben hat, sozusagen wieder zurückhaben wollen, weil ich persönlich würde da jetzt unterscheiden zwischen Kapitalismus mehr oder weniger klassisch und eben Neoliberalismus mit Niedriglohnsektor, Privatisierung und so weiter. Das ist ja eine andere Ebene, die aber im Prinzip jetzt keinen Systemwechsel oder sowas haben wollten, sondern eigentlich nur ihr mehr oder weniger gut auskömmliches Leben zurückhaben wollen. Interpretiere ich das richtig? Ich habe jetzt nicht gesagt, ja, man könnte das rauslesen. Ich habe mich ja bewusst jetzt da etwas vorsichtig, nicht vorsichtig, vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen weit umschweifender geäußert. Weil das wäre dann ja eine interessante politikwissenschaftliche Debatte. Als konservative Bewegung würde ich jetzt die Gelbwesten tatsächlich nicht sehen, weil sie ja im Prinzip die Entwicklung anprangern der letzten 20, 30 Jahre auch in Frankreich, immer wachsendere Problematik, letztendlich den eigenen Lebensunterhalt gestalten zu können, weil, wie gesagt, die Leute wohnen außerhalb der Stadt, Benzinpreise steigen, öffentliche Nahverkehrsmittel gibt es nicht in dem Maße, dann gibt es noch einen viel stärkeren Immobilienmythos als in Deutschland, also Demokratisierung von Wohnen eher durch die Förderung von Wohneigentum und dergleichen. Das haben dann sehr viele, 70% plus, stellt sich immer ganz anders, also anders da als in Deutschland. Also viele Leute aus der Arbeiterklasse, noch viel mehr als in Deutschland, haben letztendlich dieses Häuschen und zahlen sich da staatlich auch geschützt bis zum Lebensende dran ab. Man kann also schon sagen, dass es im Prinzip auch ein moralischer Appell ist, zu sagen, wir haben uns da sozusagen mal bemüht, haben sozusagen jetzt danach nach der Wende in der Krise des Sozialstaats ab den 70ern, wo man alles gesagt hat, das ist alles im Prinzip nicht mehr finanzierbar, versucht, uns eigene Wege aufzubauen, aus einer Logik der sozialen Hängematte rauszukommen. Das ist schon so, und das Problem, dass man halt innerhalb dieser Milieus so eine Ablehnung hat des Assistana oder teilweise des Assistana, wie man in Frankreich sagen würde, die soziale Hängematte, die Casso, also sozusagen die Leute, die unten sind, die sich nicht bemühen und sich nicht anstrengen. Also das klassische Feindbild, das man dann gerne von rechts aufbaut, um die kleinen Leute, ich nenne es jetzt mal so, gegeneinander aufzuhetzen. So, die Gelbwesten sind jetzt aber auch nur ein kleiner Teil dieses Milieus, und die dann aktiv waren und irgendwie versuchen, aktiv zu bleiben, die haben natürlich ein viel stärkeres, auch tatsächlich dann nochmal, als man genauer hinguckt, viel stärkere, auch stärker ausgeprägte Verlusterfahrungen auch, und sind viel affiner auch tatsächlich gegenüber der Aneignung des Staates und staatliche Entscheidungen durch Wirtschaftseliten, und der jetzt auch nochmal ganz spezifisch durch Macron als jemand, der direkt aus dem finanzkapitalistischen Bereich kommt und wo man sagt, es geht so nicht und wir müssen letztendlich das politische System auch neu erfinden und Demokratie neu erfinden, mit Basisdemokratie, wirklich weniger Repräsentation und dergleichen, also weniger Parlamentarismus. Und von daher mag man da jetzt nicht so ganz klare, Anführungszeichen, antikapitalistische Parolen hören, aber die Debatte darüber, dass Wirtschaft und Demokratie ineinander gehen müssen
und dass nur ein sehr stark demokratisch fundierter Staat diese neue Gerechtigkeit bieten kann, zeigt schon, dass es eine radikale, in Verhältnis brechende und damit progressive Bewegung gewesen ist. Gewesen ist, kann man nicht sagen. Es gibt, die gibt es ja auch noch. Ja. Ja gut, also ich meinte konservativ jetzt auch gar nicht im negativen Sinne. Und so wie du es beschreibst, wird ja im Prinzip tatsächlich die Forderung aufgestellt, halt, ja, wenn man so will, zurück zu demokratischen Werten, die auch wirklich mit Mitbestimmung, genau, und Gerechtigkeit und Ausgleich zu tun haben. Also das ist jetzt meine Interpretation von Konservativismus im Sinne von zurück zur Demokratie. Dass das natürlich gleichzeitig auch progressiv ist, ja, das ist halt, versteht sich von selbst und ist dann halt die alte Frage, schwarz oder weiß, gibt es da nicht, sondern man muss sich da wirklich irgendwie auch durch die Begrifflichkeiten ein bisschen durchwursteln. Kommen wir zum Widerstand. Genau. Genau. Kommen wir zum Widerstand gegen Corona. Also in Deutschland, ich selbst war ein paar Mal dabei und hier ist es im Wesentlichen, zumindest, ich kann ja nur meine persönlichen Erfahrungen schildern, aber hier ist es dann wirklich so gelaufen, dass von Demo zu Demo eigentlich die Bereitschaft von der polizeilichen Seite aus gewalttätiger als beim letzten Mal noch vorzugehen und das sozusagen immer noch ein bisschen zu steigern, die habe ich definitiv so wahrgenommen. Und die Reaktion auf Seiten der Demonstranten war mehr oder weniger, ja, es war ein Misch aus Wut. Also es wurde natürlich dann auch viel geschrien und geschimpft und seinem Ärger Luft gemacht, aber auf der anderen Seite auch durchaus eine gewisse Verzweiflung beziehungsweise so eine Ohnmacht. Also bei der letzten Demo, auf der ich war, die ist ja dann kurzfristig verboten worden. Da sollte ich eigentlich eine Rede halten. Das ist dann logischerweise auch flach gefallen. Und es war eigentlich so, dass wir den ganzen Tag durch Berlin gelaufen sind und irgendwie versucht haben, der Polizei aus dem Weg zu gehen, was letztlich nicht klappte, weil die wirklich die Innenstadt abgeriegelt haben. Und also es gibt keine großartige Gegenwehr, außer Aufforderungen, was ich auch gut finde, Aufforderungen zum Beispiel an die Polizei, reiht euch ein, macht mit und es geht auch um eure Kinder und Zukunft und so weiter. Darüber hinaus aber war da eine starke Zurückhaltung auf jeden Fall zu spüren auf Seiten der Demonstranten, was meiner Meinung nach strategisch auch durchaus klug war, denn letztlich warten ja Politik und Medien nur darauf, dass irgendwas passiert, was in Richtung Gewalttaten vielleicht hindeuten könnte, dieser Sturm auf den Reichstag. War ja so ein Ding, darauf würde ich jetzt gar nicht hinaus. Also strategisch klug auf der einen Seite, sich da wirklich zurückzuhalten und zu sagen, hier, wir bieten keine Angriffsfläche, um uns zu kritisieren. Wobei, gut, Angriffsfläche gibt's immer, wenn man sie konstruiert. Wie ist es denn in Frankreich? Also da hat's ja nun auch Proteste gegeben und ich habe hier, oder gibt auch immer noch Proteste, ich habe hier von der Tagesschau einen Artikel, ja, wie der typisch Tagesschau, Überschrift, Impfpflicht in Frankreich, umstritten und erfolgreich. Gut, Beschäftigte im französischen Gesundheitswesen oder etwa bei der Feuerwehr müssen ab heute nachweisen, ist vom 14.09., dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Doch die Teilimpfpflicht ist nach wie vor umstritten. Dann gibt's ja noch Personalengpässe sowieso im Bereich gerade dieser Berufsbereiche, Gesundheitsbereiche, wo die Leute eh schon knapp sind und theoretisch dann natürlich auch wieder abhauen können. Wie hast du den ganz allgemein, wie hast du den Widerstand auf der Straße in Frankreich gegen die Corona-Maßnahmen erlebt? Also ich würde jetzt auch nochmal gerne auf das eingehen, was du vorher gerade gesagt hattest. Nur zu. Ich muss sagen, dass ich jetzt den Umgang mit den Protesten jetzt gegen die Covid-Maßnahmenpolitik der Bundesregierung wirklich in einer erschreckenden Art und Weise so wahrgenommen habe, wie man es aus Frankreich seit jeher kennt, wenn es um Demonstrationen geht. In Frankreich ist es völlig üblich, abgesehen, es sind irgendwelche wohlorganisierten Gewerkschaftsaktionen oder irgendwelche Staatsveranstaltungen, wie damals die Demo gegen nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo und dergleichen und wo es dann riesige Staatsakte gab mit Hunderttausenden, die demonstriert haben, wo dann nichts passiert ist logischerweise und an die Polizei gelobt haben und dergleichen.
ist es wirklich in Frankreich so, dass Demonstrationen immer massiv angegriffen werden, Repressionen ausgesetzt sind, in erhöhtem Maße jetzt auch wieder in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich sehe auch in den sozialen Medien Leute, die sich empören und das auf Macron beziehen. Das ist es natürlich nicht. Es ist auch bei Sarkozy und davor schon gewesen und wahrscheinlich immer schon, wenn man genau geschaut hat, dass dann faktisch das ganze Arsenal von nicht unmittelbar tötenden Waffen eingesetzt wird gegen Demonstranten. Gerade die Gelbwesten-Proteste waren da ein Fanal, wie die Polizei vorgegangen ist, wo Dutzenden Menschen ihr Leben zerstört wurde, einfach weil sie demonstriert haben. Und auch noch nicht mal unbedingt gewalttätig. Klar gab es bei den Gelbwesten, weil die auch viele junge Leute dabei waren und wirklich Wut im Spiel war, anders als bei vielen etablierten linken Sachen auch in Frankreich, wo es dann auch geknallt hat so und wo es dann im Nachhinein dann auch wirklich diese sehr heftigen Reaktionen der Polizei gab. Aber Repression ist auch wie hier in Frankreich immer erstmal ein Verhalten von Seiten der Polizei, die einfach dann ganz offen unterdrückt, was ihr nicht passt. Ich meine, in Frankreich gibt es zum Beispiel noch nicht mal mehr Spontandemonstrationen. Wenn du auf die Straße gehst mit einer Anmeldung, dann bist das in Frankreich gleich eine Ordnungswidrigkeit. Da hat man eigentlich faktisch Grundrechte außer Kraft gesetzt, was hier in Deutschland ja eigentlich noch gilt. Die Spontandemonstration nur in Berlin dann, bei euch galt dann auf einmal nichts mehr. Ja, dann habe ich mir gedacht, wow, Deutschland in Covid-Zeiten ist sehr französisch. Also die Willkür des Staates nach Lust und Laune, wo man sich am Ende auf gar nichts mehr berufen muss, auf keine, was weiß ich, Gewaltentrennung oder Rechtsprechung. Das französische Justizsystem ist per se abhängig vom Staat. Staatsanwälte werden direkt ernannt durch den Minister und alles sehr politisch. Und das ist dann auch sehr bedrückend, wenn man mit diesem Staat und seinem Willen zu tun hat. Und diese Protestbewegung gegen die Covid-Politik, naja, die ist halt schwieriger als in Deutschland, weil wir hatten ja schon gesprochen, es gibt halt nicht diese Trennung zwischen Leuten, die auf die Straße gehen und sagen und irgendwie wirklich berechtigterweise ihr Anliegen vorbringen und irgendwelchen Leuten sagen, das Böse, das darf man nicht, man darf staatlichem Handeln nicht widersprechen. Wir sind jetzt im Moment 2017, ja nächstes Jahr im vierten Jahr Macron. Macron hat in einer brutalen Blitzkriegart und Weise unheimlich viele soziale Rechte ausgehöhlt und hat jetzt auch im Kontext der Covid-Krise vor allen Dingen nochmal an der autoritären Schraube gedreht, viele Gesetze gemacht, wo Überwachungsmechanismen ausgebaut werden, immer noch mal Gesetze gemacht, das gezielt gegen gesellschaftliche Randgruppen, also gerade Muslime geht. Und da ist auch im letzten Jahr von vielen Menschen, von vielen so begriffen worden. Und die sind dann auch auf die Straße gegangen und haben gesagt, diese, Anführungszeichen nennen wir sie mal so, Gesundheitskrise, also der öffentliche Diskurs jetzt auch von links, kann nicht dazu benutzt werden, weiterhin Grundrechte auszuhöhlen. Das ist per se auch so wahrgenommen worden, dass das ein schwieriges Ablenkungsmanöver ist. Und diese Konfinement, wie man es genannt hat, dann, also das ist im Prinzip das Gleiche, was Ausgangssperren und dergleichen und Quarantäne für Gesunde. Das hat nie jemand groß begeistert aufgenommen in Frankreich. Man hat sich dem gefügt, weil man am Anfang keine Gegenargumente hat. Es gab niemanden, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, das rettet jetzt Menschen, das müssen wir unbedingt tun. Also niemand, weiß ich nicht, aber niemand, der sich hingestellt hat und das flapsig gesagt abgefeiert hätte. Mhm. Vielleicht als Notwendigkeit hat man es gesehen. Und das hat dazu geführt, dass viel stärker im Mittelpunkt, du hattest es ja schon angesprochen, die gescheiterte Gesundheitspolitik stand der letzten 20 Jahre. Jetzt nochmal unabhängig dann, was dann in der Covid-Zeit selbst passiert ist, in der ersten Welle, wie man ja so schön sagt, also die zigtausenden abgebauten Betten in den letzten 20 Jahren, die tausenden Betten, die auch Macron alleine in seiner Amtszeit hat verschwinden lassen, Klinikfusionen,
Personalmangel, Personalabbau. Das stand im Jahr 2020 in Frankreich sehr, sehr, sehr stark im Vordergrund. Und dass man dann die Pflegepersonal und die Ärzte ohne jegliche Form von Schutzausrüstung oder dergleichen auf die Patienten losgelassen hat. Das wurde scharf kritisiert und scharf diskutiert. Und es hat nicht so etwas gegeben wie in Deutschland, wo man gesagt hat, oh, jetzt müssen wir alle zusammenstehen. Und flapsig gesagt, uns dem sozusagen staatlichen Anordnung unterwerfen und jetzt als Deutsche zusammenstehen und diese, auch wiederum flapsig gesagt, um diese gottgewollte Katastrophe zu überstehen. Nein, es war das ganze Jahr 2020 sehr politisch und die Ablehnung letztendlich auch, nicht unbedingt der Maßnahmen, aber doch die Ablehnung, also die Ablehnung, die gesagt hat, Macron ist schuld, weil er im Kontext einer marktliberalen Umgestaltung des Gesundheitssystems gescheitert ist und wir das jetzt konkret sehen. So. Und es gab dann ja auch viele Sachen jetzt aus der Zivilgesellschaft, Jugendliche, die dann versucht haben, Rave-Partys zu machen, weil sie es halt nicht mehr ausgehalten haben zu Hause in der Isolation und die es auch an alles gehalten haben, was man so an Hygiene einhalten soll, wo dann die Polizei kam und Verletzte gab, bis zuletzt hat die Polizei so agiert. Und es ist eine sehr große Ablehnung. Doch das ist ja auch klassisch in Frankreich, Staat und Zivilgesellschaft, 200 Jahre Postrevolution und Arbeitskämpfe, die immer hart waren, Zeugen von einem Verständnis der Menschen unten, die sagen, wir dürfen denen da oben nicht trauen. Es gibt kein so positives Verhältnis zum Staat. Das ist anders. Mhm. Und jetzt nochmal davon nicht unabhängig, aber nochmal jetzt aus dem Kontext jetzt der Debatte über die Impfstrategie, nennen wir es mal so heraus, gab es dann nochmal eine Bewegung, die unmittelbar entstand. Ich will sie nicht Bewegung nennen. Bewegung wird zu hochgegriffen. Bewegung hat was Zusammenfügendes und versucht sich zu organisieren. Das würde ich jetzt da nicht sagen. Jetzt so wie in Deutschland, das hat es jetzt vielleicht bis zur Basis gehen und dergleichen. Das hast du in Frankreich jetzt, also der Partei, das hast du jetzt in Frankreich nicht. Das sind halt Leute, die spontan seit dem, im Prinzip seit dem 14. Juli, seit dem Nationalfeiertag, Macron hatte ja am 12. gesprochen und hat das angekündigt, wo er übrigens auch eine fest in Stein gemeißelte Aussage vom Frühjahr gebrochen hat, wo gesagt wurde, es wird sowas nie geben, was sich dann als Lüge herausgestellt hat, faktisch in Luft aufgelöst hat, was dann dazu geführt hat, dass ab dem 14. Juli in steigendem Maße Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen diese Impfpflicht nicht, weil wir sie als gesellschaftlich spaltend sehen und weil du aber natürlich auch natürlich im großen Maße Leute hast, die grundsätzlich ein Problem haben mit dieser Impfung, so mit der Art und Weise des Impfens, mit dem Verfahren. Und das hat sich dann gesteigert und nimmt jetzt im Prinzip wieder an Menge ab, hat aber immer noch ein sehr hohes Niveau mit 200 bis 300.000 Leute jedes Wochenende. Mit einer sehr eben heterogenen politischen Zusammensetzung. Aber auch da hatte man gesagt, wir haben es mit Leuten zu tun, sozusagen die abgehängten Arbeiterhaushalte, die sozusagen rausgefallen sind aus dem Staat und arbeitslos sind und sowieso nicht trauen, sich nicht mehr den Behörden trauen, was wie gesagt ein grundsätzliches Phänomen aktuell in Frankreich ist, massivst, also 70% der Franzosen trauen, also sagen, Politik ist Mist und alle korrupt, also das ist, glaube ich, Europa, Frankreich ist das Land, wo das Vertrauen am geringsten ist in Politik, und die auf die Straße gehen würden, sozusagen ausgegrenzt, und es zeigt sich, es sind vor allen Dingen Leute, die also vor allen Dingen Akademiker, Studierende, Akademiker, Leute aus der Mitte der Gesellschaft, auch viele viele Unternehmer. Das Problem ist aber, oder das Problem in Anführungszeichen, Problem jetzt für Leute aus dem linken Spektrum, dass natürlich sehr viele rechte Sekten versuchen, drauf zu springen. Also man hat Gruppen wie Civitas, das ist so eine ultrakatholische
Gruppe, die die französische Revolution in Frage stellt und zum Bourbonenkönigtum zurück will und dergleichen, also gesellschaftlich irrelevant, sobald sie sichtbar sind, eher Leute, die man dann auch rausdrängt aus Demonstrationen, oder jetzt Florian Philippot mit seinen Patrioten, das ist der ehemalige Generalsekretär des Front National, heißt er jetzt anders, aber also Front National sagt einem ja was, der dann rausgedrängt wurde von Le Pen aus der Partei und der dann so eine kleine Politsekte aufgemacht hat, der jetzt letztes Jahr fanatisch für die Ausgangssperren war und die ganze Politik und jetzt opportunistisch sich ein bisschen dreht und versucht zu profitieren, dass er jetzt sozusagen den Volkszorn in Anführungszeichen ein bisschen versucht für sich zu nutzen. Ob das dann so ist, ist eine ganz andere Geschichte. Und aus dieser Konstellation heraus hat man halt die Problematik innerhalb jetzt so eines, ich sage jetzt mal dezidiert, linken Milieus, das nicht so genau weiß, was man damit macht. Also die Gewerkschaften, vor allen voran vorweg, die CGT ist absolut gegen die Impfverpflichtung. Die CGT sagt, das muss wissenschaftlich geklärt werden, nicht politisch. Die ganze Frage, wie wir mit Covid umgehen und Impfung und dergleichen, soll die Politik raushalten und es darf die Belegschaften nicht spalten und das Personal darf nicht verloren gehen. Es spaltet auch jetzt die Menschen, die arbeiten in den Krankenhäusern und dergleichen. Du hast ja jetzt 11-12% der Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten, Klinikbereich und so, haben es ja nicht gemacht und die fehlen dann ab heute. Also heute ist ja sozusagen, fällt ja sozusagen der Hammer und ab heute können die Leute suspendiert werden. Es gab Optionen, Leute vor den Krankenhäusern. Ganz kurz. Genau. Heute ist übrigens der 15.09. Wir zeichnen also auf am 15.09.21. Das nur dazu. Genau, ja. Entschuldigt, das habe ich nicht mitbedacht. Nee, alles gut. Genau. Das ist ja, wir sind ja jetzt im Moment doch live hier. Mir fallen noch ein paar Dinge ein zu dem, was du gesagt hast. Zum einen sind natürlich die Franzosen auch aufgrund ihrer Geschichte der Französischen Revolution und aufgrund der Tatsache, dass sie insgesamt, sie sind eigentlich widerstandserfahrener als die Deutschen, würde ich mal so sagen. Oder ja. Es gibt eine deutlich niedrigere Hemmschwelle zu sagen, okay, also bis hierher und nicht weiter, jetzt machen wir das nicht mehr mit. Das ist ja hier deutlich anders. Was du erzählt hast, fand ich insofern ganz interessant, als dass du sagtest, dass eben auch viel von der Kritik und viel vom Widerstand sich personifiziert an Macron richtet, der sozusagen stellvertretend für das System als ausführender Bösewicht, jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert, dargestellt wird, was meiner Meinung nach ja auch gar nicht falsch ist. Aber nichtsdestotrotz ist er natürlich nicht der Einzige, der da irgendwas macht oder so. Aber trotzdem kann man ihn natürlich als Adressat für auch seine Wut und seinen Ärger kann man ihn natürlich sehr gut benutzen, weil er ja auch ganz viel der neoliberalen Politik der vergangenen Jahre zu verantworten hat und ja schon vorher als Banker irgendwie da mitgemacht hat. Also von daher ist er jetzt kein unbeschriebenes Blatt oder so. Was ich darüber hinaus, beziehungsweise in dem Zusammenhang, finde ich, ist es in Deutschland schwieriger, weil es hier eigentlich im Grunde kein Feindbild gibt, so wie Macron. Also es gibt natürlich die Merkel muss Wegforderungen von einer bestimmten Blase von Leuten, die ich jetzt aber auch nicht übergroß einordnen würde. Und es gibt natürlich auch immer wieder Kritik an Leuten wie Jens Spahn oder Karl Lauterbach, der ja von der Hinterbank jetzt auf die Fernsehbank versetzt worden ist sozusagen. Das schon, aber es gibt halt nicht so diese konzentrierte Wut. In dem Fall jetzt auf Macron. Hier gibt es keine konzentrierte Wut, zum Beispiel auf den Jens Spahn, der ein Pharmalobbyist ist, schon seit vielen, vielen Jahren, der Bankkaufmann gelernt hat, der überhaupt keine vernünftige Fachlichkeit mitbringt und aber ja aufgrund des Infektionsschutzgesetzes eine unglaubliche Macht an sich gerissen hat im Prinzip. Und die Reaktionen in Deutschland sind halt insgesamt einfach sehr, sehr dezent. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wie kann denn Widerstand in Deutschland effektiver oder effizienter werden? Auf der anderen Seite ist er das in Frankreich ja letztlich auch nicht, oder?
Also er hat eine andere Form und auch die Gewaltbereitschaft vieler Demonstranten ist ja deutlich ausgeprägter als in Deutschland. Ich habe hier manchmal so das Gefühl gehabt, dass so die deutschen Demonstranten noch so dieses verklärte Bild hatten von Demonstrationen, wo man irgendwie mit dem Joint und langen Haaren und Latschen durch die Gegend rennt und alles ist piesig. Und jetzt plötzlich stehen uns da irgendwie schwarz gekleidete Beamte gegenüber, die so ein bisschen wirken wie eine Mischung aus französischen und US-amerikanischen Polizisten, also schon ein ganz anderes Auftreten haben. Das macht ja auch was mit denen, ist ja auch klar. Na, wenn du jetzt so eine grüne Schirmmütze aufhast und mit Herrn Wachtmeister angesprochen wirst, dann fördert das in dir jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, boah, was bin ich für ein geiler Typ irgendwie. Aber wenn du da halt irgendwie vermummt und Ding, Ding, Dong und so und auch noch womöglich die Anweisung hast, hier, pass mal auf, irgendwie lieber eine Nummer heftiger als zu weich. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Deutschen total überrascht waren von dieser Massivität der Polizei und dass die Franzosen da vielleicht auch einfach ein bisschen ja erfahrener sind, abgefuckter sind, oder wie würdest du es sehen? Ja, ich meine, jetzt muss ich natürlich sagen, als jemand, der schon zu seinen Studienzeiten unterwegs war, in Deutschland läuft man diesem Robocop natürlich auch schon relativ lange über den Weg und macht auch Erfahrungen im Kleinen, die natürlich nicht so schön sind und die auch natürlich auf die Willkür im Zweifelsfall hinweisen. Ja, aber wie du sagst, im Kleinen, das ist natürlich nochmal was anderes. Ja, genau. Es ist natürlich alles in der Vergangenheit viel moderierter gewesen. Man konnte in Deutschland sehr viel stärker abschätzen, ob es was passiert oder nicht bei Demos. Und sowas gibt es in Frankreich überhaupt nicht, dass da irgendwie so ein Spiel gibt zwischen Demonstrierenden und Polizei, weil so Helm ab oder Helm auf und Handschuhe an und ab, was man so kennt, also mindestens ich jetzt kenne aus meiner Studierendenzeit, mit einer langjährigen Demonstrationserfahrung, wenn man das so über Jahre macht, sowas hat es in Frankreich nicht. Frankreich ist es die vollständige Konfrontation. Frankreich nimmt die Polizei das wahr als Aufruhr, der von der Straße muss. Und dann wird halt gleich das Tränengas sowieso immer gleich aufgefahren. Und da waren auch schon vor der Covid-Zeit die Leute immer so schön mit Gasmasken bewaffnet und dergleichen. Und wenn man als Deutscher so reinläuft, kriegt man gleich das Tränengas mal ab in seiner ganzen Naivität, auch wenn man es eigentlich weiß. Aber es ist dann auch total solidarisch innerhalb der Demo, dass dann sofort jemand da ist und einem hilft und einem das Tränengas irgendwie rauswäscht. Also man hat sich darauf eingerichtet, wie du schon sagtest, dass das Stresslevel ist da anders. Man weiß, dass das passiert und man ist ja überrascht, wenn nichts passiert, auch wenn man das natürlich dann laut anklagt, danach in der Nachberichterstattung Polizeigewalt. Aber man kennt es sicher, ja. Wie gesagt, ich glaube, in Deutschland ist aber auch das Problem, dass wir so eine, ich habe das mal gesagt im Gespräch mit einem guten Freund, wenn man dann so abends mal da sitzt in dieser Zeit und irgendwie denkt, was geht eigentlich ab und das versucht zu verstehen, so beim Bier, vielleicht erst nach dem zweiten, manchmal kommen da auch erst gute Ideen, also wie Deutschland so eine ständestaatliche Gesellschaft ist. Also über die ganzen Verbände, Gewerkschaften, Unternehmerverbände, Sozialpartnerschaft hochgehalten wird auch viel gedeckelt und viele Konflikte, Klassenkonflikte, politische Konflikte. Am Ende würde ich ja auch sagen, Covid ist auch durchaus, da steckt mehr Klassenfrage drin, als man glaubt. Wer profitiert davon? Wer zahlt die Zeche und wer zieht jetzt finanziell was raus? Wird viel abmoderiert. Und so eine Konfrontationsebene entsteht sehr selten. Klar, wir haben die 68er Jahre gehabt und die 67er Jahre, sicher in die 70er rein. Aber natürlich im Vergleich jetzt zu Frankreich oder so, der Italien. Frankreich hast du noch in Paris, da kann man sich eine Chronologie der Bombenanschläge angucken. Da hat jede Woche irgendwo geknallt. So, und wenn man jetzt ehrlich ist und sagen, 2015 war schrecklich, der 13. November, aber das war auch eine eher ruhige Zeit davor und was an Gewalt im öffentlichen Raum stattfand, das ist jetzt auf einem Level, das hattest du in den 80er Jahren, 70ern in viel stärkerem Maße. Also es ist auch eher eine Ungewohnheit teilweise, aber wie gesagt, es wird, glaube ich, viel abmoderiert in Deutschland. So, und die Elite, ich nenne sie jetzt mal so, wenn jetzt irgendwelche Marxisten durchgucken und sagen, dieser Populismus, der Risiko, aber diese Elite, in Frankreich ist halt viel rücksichtsloser
und viel schamloser und zeigt es auch offener und nimmt auch weniger Rücksicht auf die Bedürfnisse der breiten Masse, und versucht dann auch viel weniger Maße das Ganze auszumoderieren. Und das im Kontext natürlich, weil wir über, ich nenne es jetzt mal Effektivität, du hattest ein anderes Wort, aber du meintest ja das Gleiche, das auch im Kontext einer sinkenden Effektivität von Gegenmacht, natürlich über Gewerkschaften vor allen Dingen, linke Parteien, die machen das dieser französischen Bourgeoisie auch viel einfacher. So, die machen das ja auch viel einfacher, das durchzusetzen. Die Wut auf Macron kommt ja auch daher, dass er faktisch so gut wie keine Legitimität hat. Er hat 21% geholt. Die Stichwahl, naja, ist die Stichwahl. Aber entscheidend, um Kräfteverhältnisse zu sehen, ist es der erste Wahlgang in diesem Präsidialwahlsystem. Es war nicht 21, entschuldige. Es waren 23. Und 77% nicht. So, und im Prinzip dann gegen Stichwahl gegen Le Pen. Le Pen geht dann ja nicht. Das ist ja dann sozusagen der Faschismus. Ich würde jetzt aber auch Le Pen nicht runterspielen wollen, du verstehst, was ich meine. Es ist ja klar, dass dann eine große Mehrheit sagt, das wollen wir nicht. Und die Legitimität ist halt ganz gering. Und auch die Partei hat bei den Parlamentswahlen 35% geholt, aber eben durch das Mehrheitswahlrecht eben fast die große Mehrheit im Parlament. Es gibt keine große gesellschaftliche Legitimität für das, nennen wir es mal Projekt Macron, was halt auch für französische Verhältnisse ist zu sagen, Vermögen, persönliche Bereicherung, Ungleichheit, sozusagen das Zukunftsmodell. Und wenn die einen reich werden und die anderen mitten runterfallen und denen dann die Leistung kürzt, ist das in Ordnung, weil die im Prinzip dann ja nicht produktiv genug sind. Es haben viele Leute sich über Sarkozy aufgeregt, diesen sehr rechten, rassistischen Präsidenten. Der hat aber immer Politik so gemacht, dass er versucht, so diese kleine Mittelklasse mitzunehmen. Und hat vor allen Dingen sehr viel rassistische Gesetze gemacht. Kann mich jetzt korrigieren, müsste ich nochmal spezifischer mit der Präsidentschaft auseinandersetzen von Sarkozy. Aber es war vor allen Dingen eine Präsidentschaft, die sehr stark darauf gesetzt hat, jetzt Leistung der kleinen Leute zu betonen und jetzt die Spaltung mit migrantischen Milieus zu erhöhen. Aber nicht sozusagen so ein vollständiges Tabula Rasa gegen alle. Macron ist der erste Präsident dieser fünften Republik, der alle gesellschaftlichen Gruppen gegen sich aufgebracht hat. Bin von den linken Gewerkschaften bis hin zu eher jetzt sich politisierenden, ich meine es jetzt nicht abwertend, Kleinbürgern, so. Und jetzt hin bis zu bürgerlichen Leuten, die, wo auch Linke dabei sind, aber die jetzt auch ja unpolitisch waren, ein Problem haben mit diesem Impfdruck, der aufgebaut wird. Also alle gesellschaftlichen Gruppen. Das hatte man bisher noch nie. Sonst da hatten die Leute immer eine gewisse Verankerung, Partei und dergleichen, und haben dann natürlich, das klingt jetzt ein bisschen politikwissenschaftlich, aber sozusagen für ihre Interessengruppe auch Politik gemacht, für das Milieu, aus dem sie kamen. Das macht Macron nicht. Macron ist ein Mann ohne Partei, ohne Rückhalt im Institutionensystem, ohne Basis, der halt letztendlich der Mann ist zu einer neuen Finanzbourgeoisie, also sozusagen der reichen, milliardenschweren Franzosen, Manager auch, die vor allen Dingen über Börsenspekulationen auch reich geworden sind oder die großen Zeitungskonzerne akquiriert haben. Und die jetzt im Prinzip einfach faktisch eine Wirtschaftsdiktatur gemacht haben in diesen letzten 4 Jahren. Und das mengt sich halt alles zusammen auch nochmal. Und wenn man jetzt weiß, dass aus der französischen Pharmaindustrie natürlich auch große Spenden an Macron kamen in seinem Wahlkampf, ist natürlich klar, warum dann so eine Grundkritik, also ein Grundhinterfragen dessen, okay, warum macht er jetzt... setzt er jetzt irgendwie eine Impfpflicht durch mit irgendwelchen neuen Impfstoffen oder irgendwelchen neuen Impfverfahren? Da sind die Leute schon sehr informiert. Auch wenn man jetzt in die Zeitung guckt und in den sozialen Medien wieder kommentiert wird, die Leute haben sich damit beschäftigt. Warum macht er das denn jetzt? Der kriegt doch mehr Kohle her. Klar, jetzt nicht von Pfizer oder nicht von BioNTech, sondern natürlich von französischen Unternehmen entsprechend. Sanofi oder dergleichen. Und dann sagt man sich, da gibt's doch eine materielle Interessiertheit von Seiten der allen Beteiligten. Und man stellt sich dann vielmehr die Frage nach Interesse. So, also
Befasst sich sozusagen mit den Mechanismen von Staat und Wirtschaft, die auch jetzt nochmal verstärkt durch den Mann der Wirtschaftsbosse. Und das geht halt irgendwie, das existiert halt aktuell gerade kaum in Deutschland und bei den Jüngeren auch nicht. Man hat so eine totale Naivität und Oberflächlichkeit und viele Linke nähern sich den konkreten politischen Fragen vor allen Dingen aus der Theorie heraus, aus der Buchlektüre, dann ist noch nicht mal aus der Marx-Lektüre heraus. Da würde ich sagen, da würde man sogar viele Ähnlichkeiten finden mit dem jungen Marx in Bezug auf die jungen Hegelianer, die Akademisierung, die Entfremdung, die auf dem Kopfstellung der Welt durch Akademiker, abgehobene, hört man ja vielleicht, ist vielleicht ungeschickt, aber doch ein bisschen Menschen, die, weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles bürgerlich Privilegierte sind, das kennen die Leute ja auch, hab ich auch so, das stimmt so nicht, aber zumindest in ihrer eigenen Blase gefangene, selten mit normalen Menschen zu tun habende Fraktionen der Gesellschaft, und die dann vor allen Dingen sagen, ich muss die Welt theoretisch durchdringen. Und die dann sozusagen von Aktivisten, die ein Problem ansprechen, ein konkretes Problem, eine Lösung fordern, sagen, ihr müsst aber erstmal theoretisch irgendwie formulieren können, was ihr da tut. Aber es müsste ja aus der Praxis genau andersrum sein. Und somit hat man in Deutschland das Problem, dass soziale Bewegung von der Basis, Pegida jetzt mal ausgenommen, ja, nicht, dass ich falsch verstanden wäre, Probleme von der gesellschaftlichen Basis abgelehnt werden, wenn man dann sagt, das sind ja die Menschen, und die sagen ja manchmal in der Sprache dumme Sachen, und mit denen kann man nicht zusammen politisch arbeiten. Nur in Frankreich würden viele Leute sagen, auch Kontakte zu Leuten, teilweise auch Menschen mit deutschem Background, ja, wir gehen jetzt aber gerade rein, damit halt jetzt damit rechte Leute nicht da die Meinungsführerschaft haben. Und dann sind wir halt mit dem linken Block da, und wenn sein muss, boxen wir die halt auch raus. So. Ja, das ist interessant. Auch ganz konkret gemeint. Ja, das ist in der Tat interessant. Also gut, deutscher Widerstand ist sozusagen von linker Seite aus häufig, jetzt überspitze ich auch mal ein bisschen, erst dann legitimiert, wenn man mindestens 3 Rotwein und 3 Käsesorten kennt. Ansonsten hat man sowieso kein Anrecht mit zu demonstrieren, so ungefähr. Ich wollte aber nochmal zurück auf Macron, beziehungsweise du sagtest ja, er ist letztlich mit 23% ist er ja gewählt worden. Hier wird demnächst das Bundeskanzleramt besetzt, der Stuhl auf dem Bundeskanzleramt mit jemandem, der auch um und bei in diesem Bereich an Stimmen bekommen wird. Denn SPD, CDU und Grüne bewegen sich ja alle so im Bereich zwischen 16 und, gut, die SPD jetzt aktuell bei 30, glaube ich, aber das wird auch wieder abfallen, davon gehe ich aus. Darauf wollte ich jetzt aber gar nicht hinaus. Also jedenfalls, da gibt's natürlich schon eine Parallele, ne? 23% für Macron und wahrscheinlich um und bei 23-25% auch für unseren nächsten Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Vielleicht sind die Deutschen, also die deutsche Elite, die deutsche politische Elite, vielleicht ist sie aber auch besser in Propaganda. Bei Macron ist es ja nun so, er hat ja, wie du schon gesagt hast, er hat keine Partei, er kommt im Prinzip vom Kapital her und ist dementsprechend auch relativ leicht einzuordnen. So habe ich dich jedenfalls eben verstanden. So, ja gut, er hat jetzt keine Partei. Darf ich noch rein? Genau. Und dementsprechend. Entschuldige, wenn ich kurz dazwischen gehe, hat er natürlich schon nicht, dass das falsch steht bleibt, aber ohne die geringste gesellschaftliche Verankerung. Also die Wahlen, die jetzt waren, die waren ein Desaster. Ja, ich meine jetzt auch Geschichte im Sinne von so eine Historie wie zum Beispiel die SPD oder selbst die FDP oder CDU. Ja. Sowas hat er natürlich nicht vorzuweisen. Und unsere etablierten Parteien bauen ja im Prinzip darauf, dass sie sozusagen als seriöse politische Kräfte wahrgenommen werden, mit einer langen parteipolitischen Geschichte, und die SPD zieht sich dann noch darauf zurück, dass sie die älteste Partei Deutschlands ist und ja eigentlich immer schon im Widerstand war, was man durchaus auch anders sehen kann, aber gut, anyway, auf jeden Fall, diese Geschichte erzählen die ja alle im Grunde genommen, und die wird ja durchaus geglaubt, und weil du eben gesagt hast, in Frankreich wird auch durchaus von ganz unterschiedlichen Stellen aus die Klassenfrage gestellt. Hier musst du nur das Wort Klassenfrage sagen,
dann bist du schon ein Schwurbler, Kommunisten, Anarchist oder ein Umstürzler oder sonst was. Weil es in Deutschland, nämlich, folgt man der Erzählung derer, die uns regieren, überhaupt keine Klassen gibt. Weißt du? Und wer da auf die Idee kommt, von Klassen zu sprechen, der hat ja schon nicht mehr alle Latten am Zaun. Und das funktioniert tatsächlich so gut und das funktioniert auch gerade in der Corona-Zeit so gut, dass wirklich die maximal 200.000 oder 300.000 Leute, die auf die Straße gehen, um die gegen die Maßnahmen zu demonstrieren, dass die wirklich ganz einfach und ganz unkompliziert in diese Ecke Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker und Antisemiten und so weiter eingeordnet werden können. Obwohl ich persönlich zum Beispiel noch nie jemanden gesprochen hat, der allen Ernstes Corona geleugnet hat. Es ging immer konkret um die Maßnahmen, um die Aushebelung der Grundrechte und anderer Rechte und Reisefreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung, was es nicht alles gibt. Und das wird aber einfach ausgeblendet. Es wird halt gesagt irgendwie, ja, das sind Idioten, wir haben auch keine Klassengesellschaft, wir sind hier eine wehrhafte und schon lange existierende Demokratie und dementsprechend, wenn die da auf die Straße gehen, dann sind sie sowieso die Idioten. Wie ist denn das in Frankreich, wenn da demonstriert wird? Wie reagieren dann die, die eben nicht mit auf die Straße gehen, sondern das natürlich über Zeitung, Fernseh, Radio, Internet und so weiter mitbekommen? Gibt es in Frankreich auch dieses schnell zusammengebastelte Feindbild dieser Schwurbler-Demonstranten, die da draußen auf die Straße gehen? Oder ist es da in der Bevölkerung ein bisschen differenzierter? Ist vielleicht also nicht so gut in Propaganda wie Merkel, Spahn, Lauterbach und Co.? Ich hatte das ja vorhin schon mal angedeutet. Die Bilder, die von Seiten der einflussreichen Akteure produziert werden, sind die gleichen wie in Deutschland. Also das ist tatsächlich gar kein Unterschied. Die Wirkung. Ja, genau. Aber die Wirkung ist halt anders. Und das ist aber auch so, dass das tatsächlich auch mit dem sozialen Standpunkt der Leute ein bisschen zu tun hat. Wenn du jetzt einen linken Uni-Professor triffst, naja, ich treffe die ja aktuell nicht, aber man sieht, was die so in den sozialen Medien produzieren, dann kannst du auch genau, werden genau auch diese Feindbilder durchaus adaptiert und wie du sie hast, wie sie in der akademischen Linken oder der Linken im Allgemeinen mehr als fähig sind. Das hat was mit dem sozialen Status zu tun. Umso mehr die Leute verdienen, umso sozial abgesichert sie sind, umso mehr sie vielleicht teilweise auch Funktionäre sind in traditionslinken Strukturen. Ich trenne das ja gerne, auch wenn ich in sozialen Medien mal was schreibe, sozusagen so eine breite Linke, die du dann hast, vielleicht von anarchistischen Milieus, bin zu Leuten, die irgendwie im Kontext ist von Jean-Luc Mélenchon bei La France Insoumise sind. Das ist für mich jetzt so eine breite bunte Linke, nennen wir sie mal bunte Linke, jetzt nicht wertend als bunt, aber breit aufgestellte Linke und so die traditionelle Linke so aus dem kommunistischen Umfeld, sozialdemokratischen Umfeld, teilweise vielleicht bildungsgewerkschaftlich unterwegs, da greifen solche Feindbilder dann oft auch ähnlich wie in Deutschland, weil sobald das Bild kommt der Vernunft, der Wissenschaftlichkeit, der vermeintlichen Objektivität, des größeren Glaubens in die Apparaturen des Staates, das sind nämlich relativ wenige Leute, umso mehr geht man auch unkritisch damit um, was letztendlich dann auch an ich benutze das Wort heute nur einmal, an Corona-Narrativen kommt. Also auch Leute, die ich selbst auch in Texten schon zitiert habe und so, das ist aber sehr auffällig. Also umso mehr innerhalb der Linken, also ich habe ja gesagt, du hast auch rechte bürgerliche Milieus, das kann ich nicht richtig gut einschätzen, weil da habe ich jetzt auch nicht ganz so einen super Einblick rein, aber zumindest sofern es linke Milieus betrifft, sind es die Leute, die dann eher für sich mal politischen Bruch gemacht haben oder die eher auch so auf der programmatischen Orientierungssuche sind, die grundsätzlich solche Fragestellungen des politischen Systems und die Forderungen jetzt in Frankreich ja aus der Sechsten Republik, verkürzt gesagt, Schluss zu machen mit diesem Präsidialregime, unterstützen. Jetzt zum Beispiel La France Insoumise ist jetzt, also Mélenchon, das ist ja eine Bewegung, aber formal sind sie ja eine Partei, sonst würden sie ja keine
Gelder kriegen aus der Parteienfinanzierung, aber nennen wir es einfach mal Bewegung, aber wenn das mal gesagt wurde, steht ja tatsächlich hinter diesen auch Protesten gegen diese Impfpflicht oder aber auch dann auch die Gelbwesten unterstützt und dergleichen. Und Mélenchon ist auch jemand, der sagt, das ist doch eine Debatte, die ablenkt von den wahren sozialen Verwerfungen in dieser Gesellschaft. Wo während jetzt Sozialdemokraten. Hat, ne? Ja, genau. Was hat er gesagt? Jede Debatte über Masken tragen und sonst was lenkt wieder davon ab, welche Sozialgesetzgebung wieder gestrichen wurde oder jetzt die Arbeitsmarktreform oder Rentenreform, die Macron noch unbedingt machen will in seinem letzten Jahr, während Kommunisten und Sozialdemokraten ja gerne eine Impfpflicht machen würden. Also da ganz sozusagen auf der offiziellen Linie sind. Also gar kein Widerspruch auch äußern zu der Macronischen Strategie und auch gar nicht das Unbehagen vieler Leute aufnehmen. Ja, aber also das klingt ja tatsächlich schon so ein bisschen, als wenn es sicherlich eine Minderheit ist, aber keine ganz zu unterschätzende Minderheit, die sozusagen auch offen eigentlich die Systemfrage, diese präsidiale Führungsart und Weise, die tatsächlich in Frage stellt, hinterfragt und sagt, vielleicht müssen wir uns mal was anderes ausdenken, was dann irgendwie sozial gerechter aufgebaut ist, oder? Nein, das ist sogar eine gesellschaftliche Mehrheit. Es gibt große Mehrheiten dafür. Okay. Nur weil für eine Sechste Republik, das sieht man ja dann auch an Wahlbeteiligung von 40-50% bei Regionalwahlen oder Departementswahlen, dieses politische System ist tatsächlich durch. Was aber den etablierten Parteien nicht gelingt oder was man auch nicht will, weil ich würde sogar behaupten, Sozialdemokraten und Kommunisten wollen auch gar nicht aus dieser Fünften Republik raus, wenn man sich darin eingerichtet hat. Und ein demokratischeres System würde ihre eigene schwache Position noch viel stärker zeigen, wie man sie inzwischen haben. Das ist übrigens auch kein Appell jetzt gegen die kommunistische Partei. Eindruckende Geschichte, ist ein wichtiger Akteur, aber man muss sie mehr und mehr kritisieren für das, was in den letzten 20, 30 Jahren innenpolitisch gemacht haben in Frankreich. Man hat sich daran auch eingerichtet und will sich jetzt auch mit den anderen politischen Akteuren, auch bis liberalen und bürgerliche Spektrum nicht verstellen, weil man braucht die Leute vielleicht noch nach den nächsten Wahlen oder nach der nächsten Kommunalwahl für politische Bündnisse und Absprachen und Machtoptionen. Also man sieht sozusagen Politik von unten erst Bedrohung für einen selbst. Und deshalb auch in der Covid-Zeit jetzt natürlich dann von dieser Seite auch keine wirkliche Infragestellung kam und keine Idee, wie man jetzt offensiv jetzt auf so eine rein autoritäre Antwort, die Macron dann geliefert hat, reagieren könnte. Also der offizielle Kandidat der kommunistischen Partei, also das, was es überhaupt gibt, aber das ist ein anderes Thema, ist ja alles vielfach gespalten. Der Fabien Roussel, der geht jetzt gerade ganz offen halt auch nach rechts, marschiert wirklich mit fast faschistoiden Polizeigewerkschaften oder macht Stimmungen gegen Migranten oder gegen Legalisierung von Cannabis oder beschwert sich, wenn seine eigene Parteijugend Rap-Konzerte macht, die sich gegen Polizeigewalt wenden. Also und dann, wie gesagt, subtile Forderungen nach Impfpflicht und Bekenntnis zu patriotischen Gefühlen. Gut, dass die französische Linke hat ein anderes Verhältnis als wir, als Deutschland im progressiven Lager zur Nation hat. Klar, aber trotzdem, es ist schon ein sehr starker Ruck nach rechts, auch ins Establishment, in den Mainstream, gerade aktuell von der kommunistischen Partei zu beobachten. Und das erklärt dann natürlich eher ein eindeutiges Bekenntnis zur Macronschen Corona-Politik. Ja, da sind wir dann natürlich auch wieder
ja quasi fast abschließend schon bei den Gemeinsamkeiten der etablierten Parteien, denn in Deutschland ist es ja, ich meine, die Linke stellt sich ja gerade in der Corona-Politik, um es mal vorsichtig zu formulieren, äußerst ungeschickt an, um ihre Klientel möglicherweise zu erfreuen. Zum einen positioniert sie sich in dieser ganzen Corona-Geschichte für mein Empfinden absolut unterirdisch. Also eine linke Opposition muss immer, das ist meine tiefe Überzeugung, muss immer die Funktion erfüllen und es muss die Aufgabe erfüllen, kritisch die Regierenden zu hinterfragen, zu begleiten und dementsprechend auch zu bewerten. Nichts davon macht die Linke im Prinzip. Davon abgesehen sind die sozialen Fragen jetzt vor paar Tage vor der Bundestagswahl werden die mal wieder nach oben gespült, künstlich. Aber im Grunde genommen in den letzten Jahren hat sich die Linke um ihre Klientel überhaupt nicht gekümmert. Die Sozialdemokraten sind ja spätestens seit Schröder, wahrscheinlich sogar vorher schon, auch von der gelebten Sozialdemokratie abgerückt und verschwunden. Und die Grünen sind von einer linken Öko-Friedenspartei zu einer jetzt olivgrünen Kriegs-Russen-Bescher-Partei geworden. Das heißt also, und letztlich, was ich damit sagen will, das ist natürlich hier genauso wie das, was du gerade über Frankreich beschrieben hast, haben sie sich halt gut eingerichtet. Ne? Also sie sitzen halt ja auf ihren Stühlen und unter den Stühlen kleben dann eben die Gehaltschecks, hätte ich jetzt fast gesagt, die Pension oder was auch immer. Und die werden jeden Monat ausgezahlt und solange es sie dann ihre Position einigermaßen halten können, wird sich da auch nichts tun. Der Unterschied ist aber eben nur, dass also, wenn ich dich richtig verstanden habe, also in der Bevölkerung tatsächlich ein sehr ausgeprägter Wunsch nach Veränderung existiert. Ja. Und den gibt es hier nicht. Also ich kann ihn nicht, genau. Es gibt ihn hier nicht. Also wenn 300.000 Leute in Berlin auf die Straße gehen, um nur gegen die Corona-Maßnahmen zu diskutieren, zu demonstrieren, kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte, mindestens die Hälfte von denen überhaupt nichts am Hut hat mit dem Systemwechsel oder Klassenkampf empfindet oder so. Das Einzige, was sie zusammentreibt, ist halt die Abneigung gegen diese Maßnahmen. Und dementsprechend sehe ich tatsächlich, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber so wie du den Zustand beschrieben hast in Frankreich, sehe ich da tatsächlich eher noch die Möglichkeit, in den nächsten zwei bis fünf Jahren vielleicht, da tatsächlich eine neue Bewegung oder einer Bewegung, die in eine andere Richtung geht, auch tatsächlich Einfluss zu verschaffen. Und das sehe ich hier tatsächlich nicht. Sehe ich nicht. Also hier haben wir jetzt die Basis gerade, die jetzt zur Bundestagswahl antritt. Man wird sehen, was daraus wird. Ist aber eine extrem junge Partei, logischerweise, hat natürlich überhaupt noch keine politischen Erfahrungen, was im Prinzip auch gut ist, weil sie dann natürlich auch noch nicht eingenordet worden sind. Aber ob jetzt so in der breiten Bevölkerung die Bereitschaft wächst, ähnlich wie in Frankreich, wirklich zu sagen, ey, wir haben hier eine Klassengesellschaft, eine Zweiklassengesellschaft im medizinischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im pädagogischen Bereich, in allen möglichen Bereichen. Das muss weg. Damit können wir auf Dauer nicht leben. Das sehe ich nicht. Was jetzt die Partei Die Linke betrifft, anderthalb Jahre kann man schon sagen, eigentlich grundsätzlich abgetaucht und von der Bildfläche verschwunden. Und man hat das Gefühl, dass die Parteispitze fast durchgeatmet hat, weil man viele ganz grundsätzliche Debatten gar nicht mehr führen muss. Es gibt ja unheimlich viele Brüche. Da hast du die Debatten um jetzt die Person Sarah Wagenknecht und die Auseinandersetzung dann mit Katja Kipping und den verschiedenen Strömungen und Fraktionen, die man auch nicht immer versteht, weil die Konflikte jetzt auch nicht immer so sind, wie sie scheinen. Und die sich jetzt radikal ergeben, sind jetzt gar nicht unbedingt. Ganz kurz dazwischen gehe. Aber das ist wirklich interessant, weil die Linke, wenn wir an dem Punkt sind, und an dem Punkt sind wir ja, dass die Linke sich im Wahlkampf von CDU und auch anderen Parteien vorwerfen lassen muss, dass sie die SED-Nachfolgepartei ist, dann ist sie eigentlich angekommen. Ich sag mal so, wenn man der Linken eigentlich nur noch vorwerfen kann, dass sie die Nachfolgepartei von der SED ist und ihr sonst aber nicht mehr viel vorwerfen kann, dann ist die Partei im Prinzip tot. Was bei der Linken das Problem ist, du hast es ja richtig gesagt, würde es jetzt nicht ganz so scharf ausdrücken, aber es ist natürlich eine schrittweise Integration. Du hast einen Generationenwechsel.
diesen Milieus, die wir ja beide schon angesprochen, anskizziert haben, rutschen jetzt auch in die Partei rein. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, da mag man mich jetzt korrigieren können, so richtig offensiv auf, sage ich mal, so linke politische Bildung legt man auch eher in einer verminderten Form Wert. Also sozusagen ist man einfach mal, ich will jetzt nicht so scheinen, das wirkt jetzt so ein bisschen so, als sei ich irgendwie anti-intellektuell oder anti-akademisch oder so, gar nicht. Aber die Linke gibt sich den Raum auch sehr wenig, also sehr wenig Raum, darüber zu diskutieren, durchaus auch auf einem intellektuellen Niveau, wer sind wir, wo wollen wir sein, wen führen wir zusammen, welche Themen setzen wir. Und in den letzten anderthalb Jahren ist man einfach irgendwie verschwunden und man hat irgendwie auch, wie es in vielen anderen Situationen auch war, einfach ein Thema, zu dem man sich äußern müsste, wo man Expertise machen müsste. Man hätte sich zu Covid, zur Corona-Zeit äußern müssen, ein Papier machen müssen, eine Fachtagung machen müssen, in irgendeiner Form. Aber man hat sich da derart verrannt und sozusagen als Partei der Guten, als Partei des Lebens festgelegt, auch wahrscheinlich, weil man sich wenn man auch die Krise nicht so spürt von Seiten der Abgeordneten und von Seiten der Mitarbeiter, und man das eher taktisch gesehen hat und sich gesagt hat, geht auch irgendwie wieder vorbei und ich glaube, die Deutsche Linke hat sowieso das zusätzlich das Problem noch, dass man dann ja eher so ein bisschen leninistischer geprägt ist und die Frage nach Freiheit und Demokratie und Selbstbestimmung jetzt nicht so einen hohen Wert hat, wie das in Frankreich in der Linken ist. So, da ist das ein Wert, um den kann man nicht einfach wegdiskutieren. Das ist eine ganz zentrale Frage. Das ist aber zum Beispiel dann auch wieder in Frankreich ein Problem, weil dieser wichtige Aspekt der Freiheit, der Individualität, führt dazu, dass es noch viel schwieriger ist, politische Parteien auf Dauer zusammenzuzimmern. Deshalb ist diese Bewegungsgeschichte in Frankreich noch viel wichtiger als hier. Was sozusagen, was das Rumoren dann betrifft, ist Frankreich dann gut, aber das zu verstetigen, gerade in dieser ganz schwierigen Situation, wo Gesellschaft so in Bewegung ist und irgendwie fast alle, das ist ja soziologisch nicht korrekt, was ich sage, wir plaudern hier jetzt so ein bisschen, ist ja kein Wissenschaftsgespräch, unheimlich viele Leute prekär sind, im steigenden Maße prekär sind, die ganze nachrückende Generation massiv prekär ist, also auch wenig Orte sind, wo man die Leute zusammenführt und sowieso jeder sehr vereinzelt über die Runden kommt, macht es nochmal doppelt schwierig, was zu bauen. Und es ist ja tragisch zum Beispiel, dass jemand wie Jean-Luc Mélenchon, der sich dran ist, an den Gelbwesten, in den Positionen aus dem Spektrum am massivsten gehasst wird. Also, oder gehasst ist ein doofes Wort, aber abgelehnt wird, weil er auch Teil des Establishments ist, so. Aber er natürlich, wenn da jetzt eine massive Unterstützung käme, würde ich schon, also ich bin nicht mehr so naiv, an Politik zu glauben, da kommt die große Wendung, muss immer von unten was entstehen. Aber es wäre natürlich ein Fortschritt, wenn La France Insoumise eine größere Rolle spielen würde, politisch, oder er vielleicht die Wahlen gewinnen könnte im nächsten Jahr. Aber da, wo man zusammenfinden sollte, sind auch in Frankreich die ganz großen Bruchlinien, die da nicht mehr vernünftig zu erklären sind, sondern wo dann halt einfach weil Misstrauen so groß geworden ist, dass man niemandem mehr traut und niemandem mehr richtig zuhört. Und teilweise dann auch dann wieder auch die diffamatorischen Aspekte der Medien wirken, die dann gezielte Leute auch wieder schlecht machen und dann diskreditieren. Also von daher, die Stärke ist dann wieder die Schwäche auch, meinem Empfinden nach. So. Ja, ohne große verbindende Organisation. Ja, also da könnten wir natürlich jetzt das nächste Fass aufmachen und könnten locker noch mal ein paar Stunden darüber diskutieren, dass natürlich die Spaltung auch von Widerstandsbewegungen oder von kritischen Menschen mit kritischen Gedanken und kritischen Köpfen, dass die natürlich auch Teil des Systems ist. Also das ist ja überhaupt keine Frage. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht auf. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es war hochinteressant und vielleicht können wir es auch nochmal wiederholen zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, gerne. Wär wirklich toll.
Für mein Empfinden gebe ich jetzt mal so als Schlusswort für mich ab. Ich hoffe so ein bisschen auf die Widerstandsfähigkeit der Franzosen im Sinne von, irgendwann ist dann vielleicht der Punkt erreicht, ob jetzt mit Impfpflicht oder was auch immer da noch kommen mag, wo sie sagen, jetzt reicht's, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Und meine Hoffnung ist, dass die Deutschen dann, wenn die Medien überhaupt darüber berichten, das werden wir dann machen müssen, dass die Deutschen dann vielleicht irgendwann sich mal im Kopf fassen und sagen, ja, stimmt eigentlich, also das kann's ja nicht sein hier. Ne? Also von daher, ich hoffe auf die Franzosen und ja, ich hoffe natürlich auch auf die Deutschen, aber von der Mentalität her traue ich den Franzosen da einfach ein bisschen mehr zu. Da stimme ich dir zu. Das ist so. Ich würde aber warnen, das übertragen zu wollen. Aber ich muss jetzt mal die andere Seite nochmal zum Abschluss stark machen. Ich würde hoffen, dass aus diesen ganzen Bewegungen, auch Gelbwesten, jetzt natürlich trotz allem auch der schwierigeren Bewegungen gegen diese Impfpflicht, da ist auch ein Großteil der Leute, wie jetzt bei euch in Berlin, Menschen dabei, die auch mit Systemwechsel dann auch nichts zu tun hat. Zwar viele Gelbwesten tatsächlich auch, aber das hat auch, wenn man so ersten Zahlen glauben darf, so die Hälfte der Leute, die da demonstriert, dass da noch raus was entsteht. Und dass es noch eine Dynamik gibt bis hin zu den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. So wie es aussieht, könnte es sein, dass noch jemand rechts von Le Pen kandidiert, was dann ihre Chancen wieder verschlechtert. Und die Chancen von, ich oute mich jetzt mal, von Mélenchon erhöht. Und dann das Projekt von La France Insoumise eine Chance hat, in die Stichwahl zu kommen und die Sechste Republik anzugehen. Und dann die in den Graben ein bisschen mehr wieder zu schließen zwischen Bürgern und Politik. Sehr schönes Schlusswort. Ich würde mich auch gern outen, kann es aber nicht, weil ich gar nicht weiß, wen ich wählen soll in knapp 2 Wochen. Das wird bei mir erst ziemlich kurzfristig passieren. Aber was uns auf jeden Fall gemein ist, ist, dass wir beide, wenn auch aus unterschiedlichen Richtungen oder unterschiedlichen Perspektiven, beide noch Hoffnung in uns tragen. Und das ist doch schon mal schön, oder? Ja. Also sonst wäre es ja ganz furchtbar, wenn man keine Hoffnung mehr hätte. Das Prinzip Hoffnung. In der Tat. Sebastian Praller, ich bedanke mich herzlich bei dir und ja, bis demnächst vielleicht nach den Bundestagswahlen oder nach den französischen Wahlen. Ich denke, wir sehen uns mal wieder und sprechen mal wieder. Hat mir großen Spaß gemacht. Das hoffe ich doch, mir auch. Mach's gut. Tschüss.